da kommt jetzt völlig unvorhergesehen, zu der Tageszeit, wo es heute nicht geplant war, ein dickes Ding, eine lange, lange Gewitterlinie. Ich gehe mal kurz in den Split. Ja, der Wind, der nimmt jetzt stark zu. Da muss ich jetzt nochmal raus. Da habe ich eine Programmierung, da schauen wir jetzt einmal auf die Bäume. Da geht's ab, ja. Da kommt jetzt im Vorfeld dieser Gewitterlinie, hebt es natürlich die warme, feuchte Luft. Ihr seht ja, jetzt zittert natürlich die Kamera. Ja, das ist ein sehr starkes System, das da reinkommt. Und es ist angerichtet. Wir haben hier Taupunkte von über 19, in der Zwischenzeit 20 Grad Taupunkt. 19,8, jetzt wird da auf der einen Seite sich zwei, ja, 19,8 ist aktuell, das ist natürlich sehr flexibel. Und immer noch 28 Grad Außentemperatur. Und da ist natürlich eine unglaubliche Möglichkeit, das zu heben. Ja, da geht die Post ab. Und das zieht hier drüber. Und die Energie ist angerichtet. So, jetzt muss ich kurz weg, jetzt hat es mir die Tür aufgerissen. Wie lange die Kamera das dem Stand hält, ich habe da so einen Wassersack dran, aber das sind schon heftige Böen. Schauen wir mal auf die Wetterstation. Ja, das sind Gewalten, die jetzt da reinkommen. Aber die Wetterstation sagt nur 17 km/h, das gibt es nicht. Das ist ja sehr eigenartig. Na, die Wetterstation hat bereits 72 km/h, warum das nicht angezeigt wird, da, ich schaue jetzt gerade direkt. Jetzt sehen wir es, oder? Seht ihr das? Ja, 72,4 km/h haben wir jetzt draußen schon gehabt. Puh. Ja, ich habe die Tür jetzt gar nicht zuhalten können. Also ihr seht, das Ding kommt jetzt hier mit ziemlicher Gewalt rein. Also im Nu ganz schnell geht das und du hast hier Böen. Ich muss nur schauen, ich habe Sorge, dass mir die Kamera das nicht aushält. Was habe ich da jetzt drinnen? Das wollte ich nicht. Entschuldigung, da ist jetzt irgendwas aufgegangen, aber das seht ihr, glaube ich, eh nicht. Ich habe nur Sorge, dass man die Kamera jetzt gleich umschmeißt. Das ist hart, was da reinkommt. Der Sturm ist unfassbar hart. Bitte auf die Totale. Auf die Totale, okay. Mach mal. Ja, der Wind ist extrem. Aber das ist klar, hier ist Power ohne Ende drin. Drum, alle, die jetzt da auf dem Weg liegen, auch, man muss rechnen, dass das nach Überösterreich dann vielleicht kommt, Salzburg. Die Leute sitzen am See, die Bäume sind vor allem belaubt. Und ihr seht hier, ich muss immer wieder schauen, 72,4 war jetzt die höchste Böe, das ist extrem. Ja. Das ist sehr selten hier, dass sowas in der Stärke hier passiert. Ich habe jetzt nebenbei auch noch rekordet, also ich lasse das auch rennen, vom Ton, von der Aufzeichnung. Ich habe halt die Sorge, dass die Kamera irgendwann umschmeißt, weil das ist schon starker Wind. Das ist sehr starker Wind, der da reinkommt. Und dann seht ihr, was da los ist. Und die Strukturen verschwinden sehr, sehr schnell. Weil natürlich jetzt der Regen einsetzt und der patcht es mir natürlich genau in die Kamera rein. Also es kann sein, dass das dann plötzlich abbricht, weil ich es einfach nicht mehr schaffe, die Kamera aufrecht zu halten. Da ist was los, ja. Mach mal die Totale an. Ich bin auf der Totalen. Was meinst du? Mit Totaler geht es nicht mehr. Es ist nur grau in grau. Ihr seht jetzt da im Hintergrund, wenn ihr da in die Peripherie unten am Boden schaut, da seht ihr, wie der Niederschlag hier reinkommt. Also das ist das Totaleste, was ich habe. Nur die Struktur geht voll flöten. Weil natürlich der Niederschlag macht hier alles zu. Zucken in den Wolken, ich weiß nicht, ob man das sieht. Der Regen fängt jetzt an, peitscht schon an die Tür. Ich hoffe, die Kamera hält es aus. Von wo ist das Live-Bild? Mittersil.
Da unten ist Mittersil, oberhalb von Mittersil. Da ist Mittersil. Total. Und der Wind kommt jetzt knallhart von Nordosten rein. Der knallt von Nordosten rein. Ja, Struktur verschwindet. Also es wird jetzt da sehr schnell. Schauen wir mal, ob da... Ich muss da jetzt nochmal weggehen, weil ich schauen will wegen den Hagelgrößen. Dann gehen wir da mal kurz schauen, ob es da wegen den Hagelgrößen... Das ist natürlich das größte Problem. Den Wind spüren wir jetzt eh schon. Wie schaut es mit Hagelgrößen aus, nicht? So, da sind wir jetzt, das ist das aktuellste Live-Bild. Ihr schaut die Idee, wie das da reinkommt. Alles drückt hier in die Alpen rein. Gehen wir nochmal auf die Hagelgrößen. Und es wird sowas von finster. Hagelgrößen. Naja, da ist schon, schau, jetzt schauen wir da rein. Da haben wir Hagelgrößen drinnen von 2 cm. Das ist schon einiges. Also da kann es schon Probleme geben mit dem Auto, wenn es draußen steht. Und wie gesagt, die Leute sind nicht vorbereitet, dass das jetzt kommt, diese Linie. Und ihr seht, wie sich das zusammenzieht. Es sieht eigentlich schlimmer aus, als es da die Hochkamera übersteht. Kann ich nicht einmal rausgehen, die Kamera abwischen. Ja, da kann man nicht viel machen. Es ist natürlich dann hier Ding komplett zu. Ich muss jetzt dann schauen, ob da irgendwo Hagel ist. Momentan ist es nur Starkregen, extremer Starkregen. Schauen wir nochmal auf die Windgeschwindigkeiten. Da sind wir immer noch bei 72,4 ist die maximale Windgeschwindigkeit bisher. Ja, das ist eben die größte Gefahr, der Sturm. Weil mit dem Ding kommt der Sturm und die Bäume sind belaubt. Und wenn dann ein Baum schwach ist und wenn dann das irgendwo auf einem See ist, wo die Leute dann, und ihr seht, wie schnell das jetzt gegangen ist, und wenn die Leute dann praktisch sitzen und die Sonne genießen und vielleicht einschlafen und die Kinder spielen, und das hat bei Kärnten voriges Jahr schon Probleme, wo Kinder tot waren. Und Zeltplätze, solche Böen von 70, 80 km reichen vollkommen, dass da die Hölle losbricht und dass ich da wirklich viele Probleme. Es ist so finster jetzt, dass ich hier nicht aufbringen muss. Ich bin gespannt, wie lange die Kamera das durchhält da im Wasser, weil eigentlich ist nicht im Wasser. Man sieht eigentlich auch nicht viel Blitze. Es ist sehr dicht, es zuckt hin und wieder. Jetzt lese ich dann noch kurz im Chat. Können schwere Gewitter auch nach Oberösterreich kommen? Ja, das ist natürlich möglich. Was mich halt irritiert, weil diese schwere Gewitterlinie ist eigentlich für die Nacht vorgesehen gewesen und jetzt bricht sie jetzt am Nachmittag durch. Das ist irre. Man kann dann auch nicht mehr, weiß man kann nicht rausgehen, kann dann nur da noch rübergehen. Schau, da seht ihr, das machen wir es einmal so, da seht ihr nämlich, wie es daher schüttet. Ja, da sieht man das ein bisschen. Wie es daher weht. Brutalst. Schaut euch das an, was da runterkommt. Was ich noch bräuchte, ist, das fehlt mir an der... Oh Gott. Jetzt hat die Kamera, hat sich jetzt kurz aufgebogen. Wahnsinn. Seht ihr das? Also es ist so stockfinster draußen. Bin gespannt, wie lange die Kamera das durchhält. Aber ich mache halt, so lange es geht. Und wenn sie weg ist, ist sie weg. Jetzt hat es einmal sich kurz gehoben, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich gesagt habe, ich muss sie wieder noch vorstellen. Weil sonst habe ich zu viel Angriffsfläche, es kommt ja vom Nordwesten, obwohl das da nicht so interessant zu Bild ist. Aber je weiter ich nach Linz schwenke, desto mehr. Also momentan ist es Gott sei Dank nur starker Regen, unfassbar starker Regen. Es peitscht hier überall her an die Fenster, das ist gigantisch. Aha. Jetzt höre ich leichten Hagelkörper. Ganz leicht höre ich es an den Scheiben, weil es an den ganzen Scheiben hier rasselt. Und da ist es Hagel. Sowas sehe ich das. Die Kamera zeigt ja noch relativ viel. In Wirklichkeit sieht man gar nichts mehr. Es ist alles dicht. Doch wenn der Wind ein bisschen nachlässt, kann ich wieder ein bisschen rüberschwenken. Da seht ihr dann wenigstens, wie es daherredet. Ne? Wenn ich da.
peitscht in die Fenster. Aber es ist auch dann schnell wieder drüber, nicht? Nein, die Kamera hat nicht IP67, das ist richtig. Aber Wasser muss sie, das muss sie können. Mir kommt vor, es wird ganz kleinen Hagel an den Fenstern. Es ist nichts Tragisches derzeit. Aber das ergießt sich halt auch alles. Ist meistens so, wenn starker, großer Hagel ist, ja, dann ist kein Regen. Dann setzt der Regen aus und dann setzt Hagel ein. Also in dem Fall könnte es sein, dass es abgeht mit dem Starkregen. Aha, jetzt sollte ich einen Zucker drauf gehabt an der Kamera. Ja, der ist schon... Also wenn sie das heißt, es zuckt, ich glaube, die Kamera fängt schon an, langsam Probleme zu kriegen mit dem Wasser. Ja, das ist, die Kamera muss das durchhalten. Ah, jetzt hat es ordentlich gezuckt. So, wer sich den Livestream angeschaut hat, hat gesehen, dass wir einen Stromausfall hatten. Und jetzt filme ich mit meiner Kamera noch nach, diese 72 Teilen haben gereicht, um hier die Verkleidung hier auf der Terrasse runterzureißen. Ja, das ist erstaunlich. Da sieht man, dass 72 km/h schon dafür ausreicht. Jetzt werden wir sehen, ob das weiterziehen kann oder ob es sich hier festsetzt. Der Wind ist teilweise wirklich noch sehr böig. Die Blitze sind teilweise sogar stärker geworden. Ja, das wird jetzt ein zusammengestückeltes Werk, weil der Livestream abgebrochen ist, weil der Blitz scheinbar eingeschlagen hat und es war Stromausfall. Oder ist Stromausfall. Kann ich euch zeigen, wie das hier aussieht. Das ist die Kamera, die Livestream-Kamera. Und die hat die 72 Kamera bestanden. Die hat da so einen Bag, so einen Wasserbag, der ist mit Wasser gefüllt, ungefähr 6 Kilo. Und das mit einem so einem, wie sagt man da, so ein Gummiband habe ich das, dass das schön nach unten zieht. Also das hat gestanden, ist, aber ich sehe, das ist ziemlich nass. Ich habe es jetzt noch nicht reingeholt. Ich glaube, die ist ausgefallen wegen dem Stromausfall auch. Hat zuerst die Kamera betroffen und dann irgendwann ist auch, ich hoffe das, weil im Prinzip vorne ist sie geschlossen, es ist nur hinten sind diese Öffnungen und da ist eigentlich, dass es, der Regen von vorn kommt, rinnt da nicht so viel Wasser rein. Und hier ist ein Lüfter hinten noch drauf, aber vorne, die Optik ist dicht eigentlich. Ja, so schaut das bei mir aus. Immer wieder zuckt es noch. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Okay, es ist durch. Der Sturm ist das Problem und ich habe halt Sorge, die Leute, die jetzt Richtung Südosten sind, also Steiermark, Kärnten, da wird sich die Linie weiter verschärfen und tut es auch. Ja, ich hoffe, es gibt Warnungen und die Leute kriegen dann noch was mit, dass sie sich in Schutz und in Sicherheit bringen. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. War jetzt nicht so ein schönes Erlebnis, weil es halt doch wahrscheinlich ein heftiges und gefährliches Unwetter war. In diesem Sinne, liebe Grüße aus Mittersill hinaus zu euch, wo immer ihr auch zuschaut. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Ciao. Danke fürs Zuschauen.